ohne Save States gespielt hast. Tja, so ist es. Aber ich hoffe, du kannst das ein bisschen nachvollziehen, ne? Ich habe das... Ach, läuft die Aufnahme schon wieder? Ja. Hallo? Ja, dann sag wir machen weiter. Bei grauer Eminenz. Ach, guck mal, was da kommt. Den kann ich doch bestimmt irgendwie benutzen. Der könnte von Nutzen sein. Ich kann mir auch schon denken, wo, aber dann ist das Problem. Man munkelt, er hat eine Bedeutung. Was niesen? So. Gesundheit. Sagst du noch Gesundheit oder sagst du das nicht? Ah, ich komme darüber. Perfekt. Sagst du noch Gesundheit oder sagst du das nicht mehr, weil du das unhöflich findest oder keine Ahnung? Also, es sollte unhöflich, Gesundheit zu sein, sagen. Es sollte es unhöflich sein, Gesundheit zu sagen. Aber ich komme naja, darüber. Weil man gar nicht wissen kann, warum die Person gerade niest und weil die Person das auch so aufpassen kann. Gesundheit wünschen ist nie verkehrt. Ja, naja, kommt ja drauf an. Das unterstellt ja auch ein bisschen, ob dass die Person, die niest, auch krank ist. Das ist so ein Quatsch. Ja, finde ich auch, aber das ist die Argumentation. Also. Es gibt doch, das kennst du doch bestimmt, es gibt doch Leute, die entschuldigen sich, wenn sie genießt haben. Ja. Na bitte, geht doch. Na gut, ist ja auch egal. Aber, ich, ja. Guck mal, jetzt kannst du... Oh, okay, wie mit Yoshi hin. Siehst du, was da oben ist? Nee, ich will nicht mit Yoshi. Ne, Röhre halt. Da hättest du doch jetzt reingehen können mit dem Eerie. Ach, stimmt. Wow, ich benutze ihn einmal und das zweite Mal nicht. Ja. Du hast es im Prinzip. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsgesicht hier. Im ganzen. Irgendwie will ich mit Yoshi hin. Vielleicht, ja. Aber erstmal siehst du... Vielleicht, nee, ich will mit einer Shell hier hin. Ich will da unten auf jeden Fall was auslösen. Das ist richtig, ja. Du hast es im Übrigen schon wieder gebrochen, gerade so halb. Also man soll eigentlich gar nicht mit dem Eerie, den du gerade genutzt hast, darüber kommen. Über die Münzen links. Ah ja. Weil das... Hast der Pech. Ja, der Sprung ist einfach, der jetzt ohne Safe-Set ist der richtig assi. Aber es... Ist okay, mach das ruhig weiter. Was ist mit dem Kumba denn eigentlich verkehrt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wette, der Yoshi darf den noch nicht essen. Wait a minute. Stopp. Du kannst ihn auf jeden Fall stoppen, ja. Kann ich mit dem nicht? Achso, du hast ja gesagt, es ist gebreakt, wenn ich über den jetzt drüber mit Spinja, okay. Aber du kannst das trotzdem machen, also ist nicht schlimm. Schade. Wenn es nicht schlimm ist, dann mache ich es nicht. Ah, Mist! Ich komme hier gar nicht mit einem Item durch. Hä, wie, was soll ich denn dann tun? Ich wollte jetzt mit Yoshi da eigentlich mal hochgucken, aber da komme ich ja gar nicht. Möchtest du schon einen Tipp von mir haben? Da brauche ich graue ja, immer. Also ich kann dir so viel sagen, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, Yoshi hier direkt zu füttern. Okay, also der Goomba hat keine Bedeutung. Genau. Er ist nur dazu da, dass du siehst, was die Blöcke, auf denen der Goomba da am Anfang rumrutscht, was die für eine Funktion haben, was die können. Okay. Weil falls du diese Blöcke anderswo im Level nochmal siehst, könnte es sein, dass du diese Funktion nutzen kannst. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber zum Beispiel den hier, ich komme ja, wenn ich hier unten bin, nicht mehr hoch. Ne, genau. Das ist, also das sieht danach aus, als sollte man da den Wiggler als letztes puttern. Ja, aber mit Yoshi komme ich ja nicht mehr hoch. Warum? Entschuldigung, wieso denn? Ich kann ihn dann zwar killen und so, aber... Ja, genau. Dann fällt er da runter und dann? Ja, ist er wieder drüben. Ja, genau. Und ich habe die Sachen gegessen. Alles richtig kombiniert, ja. Das habe ich ja vorhin schon gemacht. Das da hast du vorhin schon gemacht, genau. Was für ein Item hast du denn noch gar nicht genutzt?
Also sind eigentlich, sind ein paar eigentlich, ne? Aber ja. Ich glaube, du hast eins noch nicht mal, bist damit noch nicht in Berührung gekommen. Ja, ich habe noch keinen Ground Passage gehabt zum Beispiel. Hast du denn schon einen gesehen? Nee. Ja, dann ist da vielleicht auch keiner, das kannst du ja gar nicht wissen. Aber hier sind ja überall Blöcke, wo ich nicht weiterkomme. Ach, da ist noch ein Off-Switch. Genau, und wie könntest du den auslösen? Mit einem okay, aber wie kriege ich jetzt eine Shell hier runter? Ja, hast du irgendwo eine Shell gesehen? Ja, aber dafür bräuchte ich jetzt ein großes Yoshi. Das warte mal. Dann wage ich zu... Inwieweit ist Glitchen jetzt erlaubt? Ja, sag mal, was du machen willst. Ja, halt Yoshi-Glitch. Fütterungsglitch-Krams. Ach so, nein, das musst du nicht erlaubt, schade. Also das musst du auch gar nicht machen, aber gut. Aber hier ist halt eine Shell, da komme ich mit Yoshi gar nicht ran, das ist Quatsch. Ich wüsste gar nicht, was für ein Yoshi-Glitch du machen willst. Achso, du willst wieder offscreen. Ich hätte versucht, dieses Leben hier. Achso, ja gut, verstehe. Mit dem Block hier runter und dann fährt es vielleicht bis zu ihm hier. Das kannst du ehrlich gesagt gerne machen, aber naja. Ich glaube, es bringt dir nichts. Naja, Yoshi wäre halt jetzt hier groß. Aber ich geb dir noch einen Tipp. Das hast du in Nerf World auf jeden Fall auch gemacht und das hast du auch in Puzzle World gelernt. Du kannst mir mal einen Tipp geben, ob ich es jetzt schon versaut habe. Ich glaube nicht. Du hast den... du hast den Wiggler nicht gefressen, der da unten bei dem On-Off ist, ne? Nee. Nee, dann ist alles gut. Ich brauche jetzt halt irgendwas da unten, was ich dann gegen diesen... womit ich den On-Off auslösen kann. Das bräuchte ich halt. Aber hab nix. Du hast nichts, ne. Außer genau dieses Item da über dir jetzt. Ja, aber da komme ich nicht ran. Aber das ist das Item, an das du jetzt gerade rankommen kannst. Jetzt. Ah, wait a minute. Ich verstehe. Nice. Die Shell startet in den Blöcken drin. Ha, er ist verstanden. Sehr gut. Das heißt, ich muss hier ganz weit nach drüben und die reinladen, während sie da runterfällt. Warum scrollst du jetzt nach rechts? Damit ich jetzt kurz drüber... Achso, damit du jetzt noch... scrollen kannst. Du solltest da noch einen Block wegmachen, ja. Und was jetzt ein bisschen blöd ist, du hast Yoshi da jetzt noch zu liegen. Aber den krieg ich aber wieder raus. Naja, das geht nicht. Siehste mal, schon ist die ganze Gesamtsituation sieht ein bisschen besser aus. Barbra Streisand. Hier geht es eigentlich auch auf Items. Ich glaube, die sind durchlässig für Items, aber ich weiß, ich bin nicht. Oha, das wäre ja schlecht. Was habe ich? Ich hab mich komplett verdrückt. Ich habe alles. Wir haben jetzt Slow-Mo angemacht. Welche Taste war das denn? Hilfe! Spiel doch einfach nur weiter. Sieht doch schön aus. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte rewinden. Go, oder Welt. So. Ach ja, Conan. Auf welcher Taste war bei dir das Rewind nochmal auf Tatsache. Z oder so? Du kommst noch dran, ne? Ja, okay. Ich hatte meine Finger komplett verschoben. Was, du hast deine Finger verschoben? Lass das nicht die Mama wissen. Naja. So. So dumm. Jetzt hier und so. Nee. Ja, fast. Nein. Ne! Du musst doch einfach nur ein bisschen dich gedulden, dann klappt das auch. Sehr gut. Ah, nee. Wait, die Shell könnte ich behalten. Die ist jetzt sonst weg, ja. Ich glaube, das hättest du auch verhindern können, dass die dann weg ist, aber es ist auch egal. Der Sprung ist, glaube ich, so gar nicht so einfach. Es ist sehr viel schwieriger, dass der Yoshi da nicht runterfällt. Aber schön, dass du das auch nochmal gezeigt hast. So. Sag mal, wo habe ich jetzt überhaupt ein Offl ausgelöst? Ja, bei den Sprungblöcken. Die Notendinger sind jetzt aus. Ja, genau. Und die sind an anderer Stelle jetzt an. Ja, aber... Ach, jetzt komme ich mit der Shell darüber. Aber ich will ja die Shell behalten.
Dann musst du vielleicht es doch mit dem Eerie machen. Darf ich ja nicht. Ich geb dir noch einen Tipp, das Gimmick des... Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich muss kotzen. Nee, doch nicht. Das Gimmick des Levels ist LR-Scrolling. Und vielleicht solltest du an einer gewissen Stelle nochmal scrollen. Da wäre es auch langsam. Da wäre es auch gut zu scrollen, ja. Dafür ist im Übrigen der Eerie da. Ich sag's dir jetzt direkt mal. Für die Stelle? Dass man da leichter hochkommt und dann direkt nach rechts laufen kann, ja. Aber du kannst es auch so versuchen, ich glaube, es geht auch, aber ich bin mir nicht sicher. Da musst du halt schon sehr schnell sein. Ach, das gibt's ja nicht. An sich soll man da mit dem Eerie dann hochspringen, mit einem Spinjump und dann kann man direkt mit nach rechts gescrollter Kamera kann man direkt hinterher. Ich muss doch nur in die Lücke zurückkommen, das muss doch gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ich bleibe an jeder von den komischen Kugeln hängen. Was ist das denn? Na bitte. Ja, nice. Jetzt hast du es echt, ne? Ja, super. Dann hast du hast gerade dafür gesorgt, dass man den Eerie, den Kleinen, da nicht braucht. Cool. Aber... Ne, machen wir erstmal weiter. Die Shell ist weg. Das ist okay. Hoppa. Es sei denn, du willst den P-Switch nicht haben, sondern lieber die Shell. Das musst du halt wissen, ne? So. Jetzt einfach durch. Okay, es nützt mir jetzt nichts hier zu scrollen. Das ist richtig, ja. Das ist eine in der Umgangssprache als Falle bekannte Stelle. Aber der P-Switch nützt mir ja nichts da oben. Das ist richtig. Vielleicht brauchst du den gar nicht. Oder ich habe wieder Scheiße gebaut und du brauchst den P-Switch eigentlich, um über die Stelle zu kommen, wo du mit dem Eerie und mit der Shell rübergegangen bist. Okay, dann kann ich den drücken und das sind die Blöcke noch. Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Naja, was ergibt Sinn? Naja, aber du bist ja da mit der Shell schon rübergekommen. Dann ist die Ausgangssituation ist genau die gleiche, wie sie es jetzt ist. Oder wie sie es vorher war, besser gesagt. Ja, gut. Also was willst du denn eigentlich erreichen? Ich kann nochmal die Shell holen. Also guck mal, du hast es ja schon geschafft, da links in die Röhre zu gehen. Hast aber da gemerkt, dass dir das nicht so viel bringt. Ja. Also was willst du erreichen eigentlich? Eigentlich will ich mit einer Shell durch die Röhre gehen. Brauchst du da wirklich eine Shell für? Naja, ich wollte den Block auslösen, der da ist. Ja. Brauchst du dafür eine Shell, ist meine Frage. Irgendwas, was ich halt schmeißen kann. Ich kann auch den P-Switch nehmen. Was könnte das denn alles sein? Ja, es könnte der P-Switch sein, aber was könnte es denn vielleicht noch sein? Ja, auch das Yoshi würde gehen. Yoshi? Wo hast du denn Yoshi her? Ach, du hast es ja in der Hand! Na gut, also dann, aber dann, du hast ja gerade gesagt, das bringt uns den P-Switch. Hä? Nee, ich hab. Ja, du kannst es ja trotzdem machen. Also, alles gut. Ich täusche mich ja manchmal auch. Ja, mach doch einfach! Aber die Zeit reicht niemals aus. Auch die Zeit reicht aus. Unglaublich. Aber sehr jetzt gut. Ist der Eevee nicht da. Aber du hast doch, guck mal da links, da sind doch jetzt neue Blöcke. Brauch ich ja gar nicht. Yep. Aber da ist noch viel mehr Kram in dem Raum, da muss es doch noch mehr sein. Stell dich ganz rechts an die Wand. Rechts an die Wand. Wow. Rechts an die Wand. Ich lasse es auf mein Glück ankommen. Dankeschön. Okay, gut. Aber da war noch ganz viel mehr in dem Raum. Das kann es doch nicht gewesen. Ja. Sag ich ja. Abgesehen davon, was will ich damit? Ist das das Ziel? Wahrscheinlich. So, jetzt ist die Frage, wo... Sag mal, war da irgendwo noch ein blauer P-Switch, oder... Ja, den habe ich ja gerade gedrückt, um hier rüber zu kommen, du Pflaume. Und erinnerst du dich dran, was ich dir zu dem Goomba gesagt habe? Dass der zum Essen da ist. Und? Dass der so geschoben wurde. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zum P-Switch hin. Ach, da, oh. Ja, okay, aber dann habe ich immer noch keine Möglichkeit... Ach, da sind die Dinger. Ja. Also jetzt habe ich immer noch keine Möglichkeit, über die Blöcke zu kommen.
So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich meinte, du solltest an einer gewissen Stelle nochmal scrollen. Du könntest aber ja auch einfach deinen Eerie da benutzen. Jedenfalls, geh mal zu dem Eerie. An der Stelle musst du nicht scrollen. Da kann ja nichts reingeladen werden. Es kann eigentlich an genau einer Stelle kann was reingeladen werden, was du noch nicht gesehen hast. What the hi. Ja, da ist er. Mit dem ist es auch sehr viel einfacher als mit dem Kleinen da. Wozu ist der denn überhaupt da? Der Kleine ist, wie gesagt, dazu da, damit man da leichter hochkommt, damit man die Shell zum P-Switch da schicken kann. Ach, hier war das ja die Stelle. Weil das ist nicht so einfach, wenn man das wie du da macht. Das geht selbst. Das geht selbst, Deadless, ist nicht so einfach. I remember. 5th of November. Siehst du, jetzt hast du einen P-Switch, hast du jetzt Yoshi, alles ist gut. So, jetzt sag mir, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? Wir haben doch gerade erst angefangen. Du hast gerade den Yoshi nicht mitgenommen. Muss ich double grabben, ja? Ja, ja. Ach so. Ich habe gerade schon gedacht, wir hätten erst angefangen und dann waren wir auch schon wieder bei 30 Minuten. Nee, 60 Minuten sind es jetzt. Ah, okay. Das ist gut. Super gut. Unglaublich. Siehst du, das ist schon wieder, das hättest du Safe Stateless jetzt hinbekommen. Auf den ersten Versuch. Ach. So. Nein. Warum benutzt du jetzt nicht den kleinen Yoshi dafür? Ach so. Ich, ja. Das passiert immer, wenn man das so macht. Deswegen muss man... Ja. Okay. Never mind, du hast es gut hinbekommen. Du kannst sehr stolz auf dich sein, du hast dieses Level fast richtig gespielt. Nur, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Was passiert nochmal mit einem Mond, wenn ja, man... Ja, der ist jetzt natürlich eingesammelt, schon klar. Jetzt muss ich nochmal bis dahin spielen, oder was? Nee, Messagebox. Ah, die hat man nein, schon nein, mal. Die war schon da, ja. Geh mal nach rechts. Ist jetzt hier irgendwas offen? Nein. Nein, nein, geh mal nach rechts. War da nochmal ein Mond? Das hat mich überrascht. Das war mit dem Midway Point, mit dem ist das in Verbindung gebracht. Ah. Den hast du, glaube ich, eingesammelt, bevor du in das Level hier rein bist, ja. Aber hier war ja kein anderer Mond, also muss ich nochmal bis dahin spielen. Doch, doch. Da waren sogar extra 8 Monde oder 9. Ach, da wo ich Yoshi gekillt habe. Da ist jetzt Yabi. Yabi. Schau es dir ruhig an. So viel zu Warpblöcken. Ja, du musst jetzt einmal, musst du ja, das ja. Da auslösen. Verstanden. Komm mit. Okay, Yoshi, dann kommst eben du mit. Ich wollte dich nicht killen, aber bitte. Ich wollte den Goomba nehmen, dann halt nicht. Das ist im Prinzip auch sehr weise von dir, weil du es wahrscheinlich geschafft hättest, von dem Goomba auf dem Weg zu den Blöcken da noch gekillt zu werden. Ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, klar. Sieht man ja gerade hier. Ach komm, ich bin wieder... Springe ich halt zwischendurch nochmal. So. Es ist unglaublich. Conan Kun 88 spielt wie die letzte Sau. Aber Tim aus der 7D hat's gut gefallen. So. So. Ja, guck mal, da sind On-Off-Blöcke. Muss ich ihn umstellen vorher oder was? Nee. The news proclaim your failure. Also ich glaube, wenn ich in irgendeinem SMW, Raum, Level, wie auch immer, zu Hause wäre, dann in dem hier. Ja, das ist rot. Ah, da ist mein On-Off. Guck mal, da ist eine blinkende Tür. Nice. Das ist ein Hard Reset für den Levelabschnitt. Damit auch der richtig spielende Mensch das nicht verkacken kann. Hygiene.
nach der langen Reise ist es, glaube ich, Peach auch ein Anliegen, sich mal zu waschen. Da waren zwei Münzen, aber. Da waren zwei Münzen, ja. Ich glaube, jetzt hast du alles gesehen. Also muss ich doch den On-Off drücken. Ich habe das nicht ohne Grund so provokant direkt zu Beginn gesagt, ja. Ich meine, stell dir immer die Super Puzzle World Frage, ist es möglich, dann musst du es auch machen, naja. Das habe ich mir hier schon ganz oft gesagt, hast du gesagt, jetzt hast du es geprägt. Ist es im Bereich des einfachen Glitch-Wissens möglich? Und ein Shelljump ist ja schließlich ein heftiger Glitch. Nee, ist es im Bereich des Safe-Set-less-Spielens möglich? Ich glaube, das wäre das richtige Attribut. Oh nein, ich bin dumm. Du hättest Yoshi vorher füttern sollen, schon, ja. Dann wird das jetzt halt ein bisschen umständlicher. Ich bin so raus aus dem Glitch-Wissen, ich weiß gar nicht, ob man einen Invisible One-Up-Block, ob man den auch duplizieren könnte. Oha. Vielleicht. Weiß ich echt nicht mehr, aber gut. Das ist auf jeden Fall was HF oder Bjob oder wahrscheinlich jeder Zweite jetzt gerne in die Kommentare schreiben kann. Oh, aber weißt du, was ich tun kann? Was kannst du tun? Ach, du kannst den Glitch machen, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, es dauert länger, wenn du das so machst, aber... Ja, mach das nicht, das ist doch total unnötig. Schade. Ich meine, da fehlt ein Viech noch oder so, oder zwei. Du könntest ja testen. Ja. Also es fehlt auf jeden Fall der unten und es fehlt der rechts. Aber ich glaube... Du hast den da, zwei... Wo ist denn der letzte? Achso, der ist ganz am Anfang. Ja. Ja, da fehlen noch zwei. Achso, nein! Nein, du hast ja schon drei jetzt gegessen, kann das sein? Weiß nicht. Du wirst es schon hinbekommen, es ist ja relativ offensichtlich gebaut. Siehst du, das wäre wieder der Moment gewesen, wenn du es richtig gespielt hättest. Da hätte das ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn du das vergessen hättest mit dem On-Off-Switch. Switch. Naja, es ist ja kein Vergessen, so, du weißt es ja nicht. Nö, genau. Aber es hätte trotzdem mehr Spaß gemacht. Ja, 50-50 und so. Naja. Es geht ja nur um den Spaß an der Freude. Ach, siehst du hast doch wieder eine Version, wo... Warte mal. Achso, nee, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Wait. Yoshi war das einfacher. Ja, das ist auch so gebaut, dass das mit der Shell... Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich glaube, es geht nicht. Ach, ich muss Yoshi jetzt wieder killen? Ja, exakt. Du hast ihn gerade nicht gekillt. Was? Oh. Ah, ich erinnere mich. Man muss diesen Sprung eigentlich nicht machen. Du hast es jetzt geschafft. Sehr gut. Man kann an sich auch das, was du am Anfang versucht hast, man kann den Goomba einfach nehmen. Yoshi daran hindern zu fressen. Es ist auch anders möglich, man muss diesen Sprung nicht machen, aber du hast es jetzt ja geschafft. Okay. Naja. Ich merke ja schon wieder, deine Motivation an diesem Level schwindet schon wieder. Eieieiei. So. Jetzt komme ich an die Shell ran. Darf ich dir einen Spoiler geben, der nur... Wahrscheinlich darf ich den noch nicht auslösen. Nein, alles gut. Doch, alles gut. Ich wollte nur deine Laune etwas bessern. Es ist der letzte Puzzle-Abschnitt, das wollte ich nur sagen. Das will ich hoffen. Da könnte ich die Shell hochschmeißen. Ist hier jetzt noch irgendwas anders? Hm.
Ich habe auch versucht, ein bisschen Inhalt in das Level zu bringen durch die Botschaften, die die Gesichter da einem geben. Crazy Inhalt. Ja. Zu einer krassen Story muss halt auch ein bisschen inhaltlicher Input kommen. So war zumindest mein Gedankengang dabei. XXX. Ist das blöd. Ich guck mich nur um, ich mach keinen Break. Nein, du darfst jetzt wieder Shell jumpen, alles gut. Nee. Guck mich nur um. Ah, ja. Aha. Noch eine Shell. Das ist die Frage, brauche ich den Goomba noch? Den Goomba sag ich schon. Den Koopa brauchst du nicht, das kann ich dir sagen. Okay, dann kann ich das ja so machen. Ja. Auch gut. Okay, da ist nix. Ich weiß gar nicht, warum du das von unten versuchst, ehrlich gesagt, aber gut. Wie? Spoiler. Ja, du bist direkt so drauf gedrillt gewesen, da irgendwie von unten eine Shell gegen zu schmeißen. Statt das einfach so zu machen, ja. Jetzt scroll doch hin. Ah, jetzt ist die Shell weg. Ah. Ach! Den habe ich ja noch gar nicht realisiert. Ja moin, Herr Yoshi. Ja moin! So. Sind wir wieder in Buxtehude? Oder wo sind wir gerade, Conny? Da komme ich nicht hin. Nach Buxtehude oder nach da oben? Überall. In Buxtehude, da wäre auf jeden Fall ein großes Vorbild Montana Black. Da will ich nicht hin. Schade. Ich wollte wissen, was das da drin ist, aber so sehe ich es nicht. Ja, du könntest den... Ja, genau. So, ja, aber jetzt habe ich halt nichts in deinem Mund. Aber so komme ich an die Shell theoretisch ran. So hast du nichts in der Mund, das ist richtig. Gilt mir das jetzt eigentlich auch instant? Okay, ich bin gespannt, was du... Genau darauf war ich gespannt. Jetzt hast du die Bewandtnis von diesem roten Ding da endlich erkannt. Was ist denn mit dem verkehrt? Ja, das ist halt ein roter Orb. Der ist halt wütend, wenn du einen Schlüssel anfährst. Also mache ich das nur mit Yoshi. Möchtest du die Hintergrundgeschichte des roten Orbs erfahren? Nee, ist halt eine dumme Maske. Ja, ja. So, da ist meine Shell. Da kann ich das Ding da oben auslösen. Yes! Nein, die... Das war so klar. Das stimmt, ja. Geil. Ja, schön. Ach, es tut mir leid. Es tut mir auch für jeden Zuschauer leid, der sich das hier die ganze Zeit anhören muss, aber das wäre so lustig. Also wenn ich noch eine Shell hätte, könnte ich natürlich jetzt hier das hochstampfen. Ja, das ist richtig. Hast du irgendwo noch eine Shell gesehen, sag mal? Ja, klar, am Anfang. Okay. Muss ich da mit Yoshi hin? Kommen Sie mal mit, meine Dame. Ja, okay, verstanden. Du hast es verstanden. Was kommt jetzt? Die Maske. Ah, sehr gut. Sehr schön. Irgendwann. Ja, wo ist sie? Muss wo bleibt sie? Muss in meiner Nähe sein, dass er getriggert wird? Nee, eigentlich nicht. Ah, da ist er. Der ist irgendwie... Echt lahm, ne? Aber das war sehr langsam, keine Ahnung. Ich glaube, da werde ich noch irgendein extra Hack um die Maske bauen. Dann spielt man als Maske und erfährt die wahnsinnig großartige Geschichte der Maske oder so. So. So eine Maske. Oh, das war doch Kopfnuss-Kalli, der ja, klar, Masken. Alles sind Masken hier. Sowohl auch Pipapo macht der Kalli seine Show. Ihr Schar, Maske seid ihr. Da macht der Kalli, macht den Pep, macht der Kalli Pep. Ah, boah, super Kalli. Naja. Flo okay. Ist stolz auf dich. Das war auch das war der Sinn dahinter. Du musst das nicht so machen, aber... Du hattest doch schon einen Plan, also du musst ich doch den Schlüssel jetzt... Ja, gar nicht nochmal. Zumindest nicht dafür, ja. Aber ich bin stolz auf dich, du hast die zwar simplen Puzzle
Bestandteile hier hast du auf jeden Fall komplett. Bist du selbst drauf gekommen, das ist schön. Ich glaube, so ein. Wie hieß der nochmal? Mario Fangamer? Nee. Also, das mit der Maske, das hast du auf jeden Fall gut erkannt. Und das mit dem Stampfen hier, aber das. Das hat man ja auch schon in 1000 Hacks gesehen. Ja, das ist ja ein ganz klassisches Puzzle-Element. Ja. Also bin ich denn dumm? Du kannst immer noch so kleine Sprünge machen. Oh, jetzt ist die schnell weg, ja. Du kannst dich ja unten mal hinstellen und probieren. Man kann auf einer Stufe auch bleiben mit einem kleinen Sprung. Ich glaube, in der Mitte musst du das machen. Ja, definitiv. Jetzt schluckst du wieder. Ne, du musst einfach zweimal auf die erste Stufe da springen. Damit der dann nochmal hochgeschossen wird, damit du ihn dann auf der zweiten Stufe erwischen kannst. Oha. Exakt. Viel zu einfach. Ja, und weißt du, was am einfachsten ist? Du brauchst die Shells jetzt auch nicht mehr. Ich muss überlegen, wo das überhaupt... Ach, wait, ich habe da unten das Wasser noch gar nicht genutzt. Au. Tja, das ist schlecht jetzt, ne? Da brauche ich jetzt einen Schlüssel. Sehr gut. Das sind so Sachen, da habe ich gedacht, dass du den Schlüssel zum Beispiel in der Stelle jetzt zum Beispiel vergessen wirst und dann nicht mehr drauf kommst, dass du den nochmal benötigen könntest und so weiter und so fort. Wer vergisst denn hier den Schlüssel? Ach, du machst das jetzt so? Na, das ist ja auch interessant. Ich glaube, das klappt nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist wieder die typische Conan-Blödheit, die wir alle lieben und aber auch verteufeln. Ah, unglaublich. Ach so. Ach so. Soll es Viech holen? Na, boah, Conan. Conan, scroll mal nach rechts, bitte. Nach rechts, also das ist da, wo der Schlüssel jetzt hinzeigt. Ja. Nein! Guck mal, was da rechts ist. Ja, Notenblöcke. Ja. Notenblöcke. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Da kannst du auch Anlauf nehmen, dann schaffst du es vielleicht. Aber... Ach, du willst, dass ich den On-Off wieder drücke. Ja, was dachtest du oder was willst du denn da machen? Ja, ich wollte mit Yoshi dann da... Gut, du kannst doch mit dem Phantom kannst du da auch hoch. Also, das ginge schon. Okay, also nehmen wir Yoshi und den Schlüssel und drücken damit den On-Off. So ist zumindest die Intended Solution, ja. Aber das stimmt natürlich auch. Man könnte, da habe ich wieder nicht dran gedacht, man könnte auch den Phantom so positionieren, dass man... da einfach drüber kommt und dann hochkommt. Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengender, aber... Wait, aber ich muss mit Yoshi hier durch. Nee, wieso denn? Ja, weil der ja kaputt geht an den Blöcken. Ja, aber du musst ja da nicht... Ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Guck mal, da unten. Da ist er wieder. Ach so. Ja. Jetzt kannst du doch schon... Ja. Ich glaube, das reicht schon. Nimm halt mit, du Viech. Warum willst du denn den Schlüssel mitnehmen? Ja, weil... Ach so, ich wollte ihn dagegen schmeißen. Ja, manchmal ist es einfach schön mit dir, Conan. Was hätte du da machst, auch einen Skijump einfach machen können. An sich schon, ja. Da machst du den ganzen Heck kaputt und dann die simpelsten Stellen. Naja, es ist immer schön. Es ist mir immer eine große Freude. So. Hier muss jetzt irgendwas auftauchen, wenn ich den P-Switch drücke. Das wäre aber ein billiges Puzzle-Design, wenn da jetzt einfach eine blaue Tür zum Beispiel auftauchen würde. Alter! Da würde ich mich dann schon fragen, wenn der Hack auf SMW Central ist, warum wurde der angenommen? Weil das ist Level-Design, Puzzle-Design technisch einfach... Normal. Das ist sowas von 2006. Das ist einfach nicht schön. So. Komm her. Conan, geht's dir gut? Oh no. Oh, da kommst du nicht ran. Geil, geil. Ah, an alle anderen Hypebeats bin ich doch rangekommen, wenn ich die da runtergepfeffert habe. Man. Ja, die Hitbox ist ein bisschen höher, glaube ich. Man. Ach, schön.
Conan, geht's dir gut? Bestens. Oh Mann. So. Guck mal, jetzt kannst du Peach mit Peach noch ein schönes Bad nehmen. Könnt ihr euch noch gegenseitig einseifen und anderen Firlefanz betreiben. Jetzt taucht da wirklich eine blaue Tür auf. Das ist aber schlechtes Puzzle-Design. Ich find's aber gut, dass du direkt... dass du direkt Yoshi mitgenommen hast, wollte ich gerade sagen. Affordable Death stand da sogar wieder. Und ab nach oben. Hui! Will ich nicht. Jetzt nimm die doch! Es ist ja wirklich, also... Diese Arroganz, die von den Safe States kommt, das ist ja unerträglich. Ja. Grey Eminence. So yay. Cool. Go auf, second the beating. Ach du Scheiße. Was ist jetzt los hier? Jetzt kannst du aber auch nochmal zeigen, was für ein Checkpoint da ausgelöst wurde. Okay. Ah ja. Hui. Yes. Okay. Was soll ich hier tun? Wahrscheinlich nur aushalten, oder? Ach, ja, da ist ja ein ganz normaler Chuck wahrscheinlich. Schau dich doch erstmal um, jawohl. Ach so, auf die kann ich drauf. Ja, die kennst du doch. Die sind doch in 1000 Level schon gewesen. Ja, aber ja, wenn die übereinander sind, dann ist dieser typische Bug, den es auch bei Grindern halt gibt. Aber dann ist doch eigentlich der Teil mit dem Notending komplett... Ja, schaff das mal, die ganze Zeit auf den zwei Dingern drauf zu sein. Also, du kannst gerne den Boss ohne Safe States jetzt mal versuchen. Ja, auf den ist ja schließlich. Ja, das ist nämlich der Punkt, das ist nicht so einfach. Ach, die hauen ab. Ich dachte, die gehen da hin und her. Nein, da sind doch extra die Blöcke. Nein, jetzt... Okay. Kannst du lesen, was da steht in roter Schrift? Guilty Feet? I've got no rhythm. Denn falls du es hörst, das ist auch Careless Whisper, was da im Hintergrund läuft. Ja. Und das ist die Hookline. Ja, dazu kommen wir ja gleich. Kannst du natürlich gerne ganz inbrünstig mitsingen. Ich meine, du hast ja sogar die Lyrics dazu stehen. Also der hat mehr wie 4 Hits. Hast du jetzt 4 schon, ja? Ich hatte 4 und dann bin ich draufgegangen. Achso, ja. Das ist nicht ganz der normale Chuck, ja. Er hat ja auch einen anderen Kopf. Er ist der Kebab-Chiller. Exakt. Dumm! Ja, das wäre auch so schon wieder, wenn du das nur richtig spielen würdest. Ach Mensch. Ich spiele es richtig. Nee. Richtig wäre ohne Saves. Ich spiele es ohne Saves. Ich lade immer wieder von Anfang. Ach so, echt? Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil das Level-Design so monoton ist. Okay, ich habe nichts gesagt. Ehre an dich. Ich habe mich schon gewundert, warum du so lange für den Bums brauchst. So dumm. Oh Mann. So, das war 3, 4 und da ist vorbei. Oh. Du kannst versuchen, teilweise einfach auf ihm unten drauf zu bleiben und zumindest 2 Hits zu machen, bevor du wieder hochgeschleudert wirst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sehr gut. Ach, schade. Ich check's, ich denke aber auch nicht nach. Das ist doch nicht so schwierig. Ich glaube, man muss schon ein bisschen was im Auge haben, um da nicht auf einmal überrascht zu werden. Aber dass du nicht nachdenkst, das würde ich dir in 1000 anderen Situationen auch unterstellen, ja. Nicht darüber.
war auch nicht, was ich wollte. Oh, ich spoiler jetzt die Leute vom Let's Play, also die das Let's Play hier schauen, meine ich. Es wird von Conan wieder eine typische Aussage noch geben in diesem Levelabschnitt hier, die er schon tausendmal in dem Hack gesagt hat. Ich freue mich schon sehr darauf. Schlechtes Leveldesign? Vielleicht, aber spiel erstmal weiter. Tschüss. Okay, du sagst es nicht. Ich habe gehofft, dass du jetzt so kommst. Oh, der noch eine zweite Phase. Ah, also, dass ein Boss mehr als eine Phasen hat, ist doch wohl obvious. Ja, jetzt musst du... Ja, guck mal, jetzt müsstest du halt wieder alles von vorne spielen. Das ja, das ist mir schon klar. Aber den sehe ich natürlich als zweiten Boss hier für mich mit Save States an. Ja, na gut. Okay. Ich habe damit gerechnet, dass von dir dann kommt, dass du sagst, wieder viel zu lang, wieder typisch. Wenn ich den erst nochmal machen müsste, ja. Mach ich aber nicht. Das war ja auch wieder klar. Das ist übrigens ein Rayman-Sprite, wo ich einfach den Kopf von dem Kebab-Chiller draufgesetzt habe, wie man sieht. Und der passt nicht so ganz zum Hals. Ach so. Ja, guck dir das an, das sieht doch schön aus. Das ist auf jeden Fall hässlich. Der ist kotzhässlich. Aber du kennst mich ja, also es passt ja. Nee. Oh, mein Herz geht auf. Conan, danke. Jetzt hätten wir mitsingen können. Guilty feet have got no rhythm. Guck mal, ich habe diese komischen Spermien versucht in Noten umzuzeichnen, aber es ist mir nicht so gut gelungen. Das sind keine Spermien mehr. Das sind jetzt Noten, ja. Das sind auch keine Noten, das sind einfach Greifhaken. So Kleid, also so. Wie heißen die Dinger, diese... Die sich an so Kletten, die sich an Dings festhängen. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Spermien, glaube ich. Nein, ich weiß, was so du meinst. Widerhaken-Dinger, so. Ich weiß, wie die heißen, egal. Ja, Haken halt. Das sieht aus wie eine Hakenhand. Wie so ein Ding, was so ein Pirat sich auf seinen Stumpen draufstülpt. Ach, come on! Ist doch nur das, es wird doch nichts anders, es passiert doch nichts. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. No, it's easy to Nein, pretend. Da war ich zu gierig. I know you're not a fool. Ist es eigentlich random, auf welcher Höhe der schießt, oder? Ja, das ist völlig random. Das ist auch random, wann der schießt. Das ist einfach ein schlechter Boss. Ach so. Das erklärt einiges. Deswegen, du gehst da auch ein bisschen offensiv vor, also eigentlich, ich habe das nur geschafft, ich habe es glaube ich auch geschafft, wenn ich auch so offensiv war, aber am besten war das immer so ein bisschen defensiver hinten zu bleiben, um zu schauen, wo der wann wie hinschießt und dann die Situation, wie du jetzt gerade, zu nutzen, um den zu attackieren. Du versuchst wieder ohne Save States, ne? Ich lade immer wieder neu, sobald ich getroffen bin. Ja, das ist nicht so ersichtlich, ist ja kein Bossmeter da oder so. Also dann... Sonst wäre er ja schon längst tot, so oft, wie ich getroffen hätte mit Saves. Das sagst du jetzt, naja. Das ist jetzt der fünfte Hit, ohne Saves. Ja. Und versuch jetzt ein bisschen das hinten dich zu halten. Ja. Du kannst über die niedrig kommen, kannst du halt rüberspringen, ne? Ja, aber dafür muss ich erst wissen, dass sie niedrig kommen. Ja, es ist schon ganz schön assi. Deswegen sollte man sich ein bisschen weiter hinten aufhalten und dann geht's auch. Conan feet have got no rhythm. Weißt du noch, welcher Boss in Inferi diese Bossmusik hatte? Nee. Es war Tiberius. Ah, das ergibt Sinn. Das macht Sinn, das finde ich auch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah! Wow! Sehr schön. Oha. Alter, mach dich jetzt mal weg da. Wie viele Hits hast du? Keine Ahnung. Okay. Ja, egal. Möchtest du wissen, wie viele es sind? Also, wenn es über 10 sind, mache ich Saves an. Ich glaube, es sind 10, aber ich weiß es nicht mehr. Aber schön, dass du es gesagt hast, wenn es über 10 sind.
Ich würde jetzt sowieso nichts anderes mehr behaupten, aber... Warte mal, ich gucke. 6, wo ist er denn? 7. Nice. 8. Nice. 9. Das sind 10, ja. Das sind 10. 10. Ja, so viel dazu. Ah. Ja, geschafft. Nice, Conan. You're never gonna dance again. What the fuck? Das ist auch die graue Eminenz. Auch wieder abgepixelt aus Super Mario 64. Ja, genau so sah die da aus. Ey, die sah da wirklich so aus. Es war nur ganz klein auf dem Brief. Auf irgendeinem Brief und dadurch hat man nicht gesehen, wie verstörend. Da wäre ich als Mario aber nicht zum Schloss gekommen. Ist richtig, ja. Es war so ein bisschen die Verdeutlichung, was Peach jetzt alles durch. Eieieiei. So, ja, was ist das nächste Level? Das war's. That's all, folks. That's all. Ja, in der Tat. Du kannst jetzt aber noch ein paar Secrets kannst du noch zeigen. Ich überlege. Ich verzichte dankend. Ein Secret ist eigentlich auch egal. Also eine Sache würde mir einfallen. In welchem Level? Letzte Welt. Das ist... Also kein einfaches Level. Nee, das nicht. Das wurde am Anfang den, was ich meinte. Ich habe das Secret im Prinzip schon erklärt. Eins weiter, das Level. Easy High. Ah, nee! Ja, es ist auch wirklich nicht so wichtig. Das hat man doch... Nee. Na komm, jetzt komm, jetzt bist du schon drin, jetzt kannst du auch noch zeigen. Nee, safe nicht. Du kannst doch dich da durchsaven, meine Güte. Ja, das habe ich ja damals schon gemacht. Nee, Quatsch, den ersten Teil hatte ich nicht gesaved. Du musst bis zu dem Stern musst du kommen. Du hast es nicht gesaved, nee. Oh. Jetzt was komm, gibt's denn dann? Dann gibt's noch einen Bonusraum. Ja, was ist denn da? Das habe ich schon gesagt, was da drin ist. Ja, dann kann es nicht so spektakulär gewesen sein. Sonst nee, ist es auch gemerkt. Wirklich nicht. Es ist überhaupt nicht spektakulär. Also für alle Leute, die diesen Bonusraum unbedingt sehen wollen, schaut selber euch spielen, mal. Genau. Das ist spielt es selbst oder guckt euch den Tast auf meinem Kanal an. Das ist das an. Argument, hier gibt es keine. Achso, das muss ich jetzt ja dazu sagen. Auf meinem alten Kanal, auf Kebabchiller, gibt es einen Tast dazu. Ja. Guckt euch das an, es ist super. Stimmt, da kann man es ja einfach sehen. Richtig. Du kannst es jetzt auch zeigen im Video. Nee. Okay, dann lass es am besten. Das geht nicht so einfach, weil ich da wieder... dann mache ich da Quatsch. Davon ist auszugehen. Wie ein Teelicht. Oh Gott. So, ich bin raus für heute. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich wollte mich noch bei irgendwelchen Leuten bedanken. Bei meiner Mama, dass sie mich geboren hat. Bei meinem Vater, dass er mir das SMW-Hacken beigebracht hat. Und bei M. Zünni, ich glaube nicht, dass dein Vater dir das SMB-Hacken beigebracht hat. Mein Vater ist Zünni, jetzt kann ich es ja endlich sagen. Ach so. Das erklärt einiges. Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall liebe Grüße an alle üblichen Verdächtigen und an alle, die jetzt innerhalb der letzten 4 Jahre neu dazugekommen sind, in sich zur Zuschauerschaft von diesem Kanal zählen. Ihr seid alle ganz lieb gegrüßt. Ich freue mich, wenn ihr zugeguckt habt. Habt. Und ja, schön, danke, dass du das gespielt hast, Conan. Yay. Wir machen das in einem Jahr nochmal ohne Safe States. Bis dahin hast du ein bisschen und dann kannst du es auch schaffen. Nix. Das nicht. Ich habe mir im Übrigen in der Zwischenzeit habe ich mir nochmal deinen Jump Half Let's Play angeguckt, weil ich mich so dran erinnert habe, wie gut du da ohne Save States gespielt hast. Und es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wenn du die Übung von damals jetzt gehabt hättest, ich glaube, dann hättest du es wirklich geschafft. Und dabei bleibe ich auch. Nein, also solche Stellen wie die Hammerbrüder auf gar keinen Fall. Easy. Auf gar keinen Fall. Easy peasy. Ja, na gut. Ich bin fertig mit meiner... Ja, aber war eine interessante Erfahrung mal wieder. Achso, ja stimmt, du kannst jetzt ja natürlich gerne noch sagen, was du so, wie du so fandest und keine Ahnung. Ja, also nachdem du gesagt hast, ja, das schaffst du locker ohne Saves, habe ich es leichter erwartet, als das, was gekommen ist, aber ich hätte es besser wissen müssen. Naja, ja, vielleicht schon. Aber ja,
ich glaube, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht angefangen, weil ich es mir sowas wie in Ferry vorgestellt hätte. Aber dann wäre es wiederum nicht so schlimm gewesen, wenn ich mir was wie in Ferry vorgestellt hätte. Das Oder hast du was wie so Cruella schön. oder was auch immer. Ja. Nee, aber so hätte ich es im Leben ja auch nicht beschrieben. Aber du hast es trotzdem, du hast das so schön romantisch gerade beschrieben. Jetzt kann ich ja noch mal kurz Toll, vorlesen, einfach wie toll. du mich vor einem Jahr angeschrieben hast. Oh geil. Es war, glaube ich, auf Als deiner. The Great Morn. Es war, glaube ich, auf deiner Pinnwand. Weil ich das nämlich jetzt letztens erst wieder nachgeschaut habe, weil ich halt echt verwirrt war und gedacht habe, hä, das passt doch irgendwie nicht. Irgendwie klingt der wie Dani und tut so, Das als wäre er Dani, aber irgendwie hat der mich ja damals einfach so aus dem Nichts angeschrieben. Ich hätte dich jetzt auch einfach richtig trollen können und dir sagen können, dass ich das nicht bin, dass der jetzt einfach einen auf mich gemacht hat. Dieser hätte Naja. aber keinen Sinn ergeben. Ich kann deinen Kanal gerade nicht öffnen. Was ist Also das halt denn? legit nicht. Das hätte wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben, ja. So, The Great Moron. Zack. Ach, nicht Videos enthält The Great Moron. Kommentare wollte ich suchen. Ich glaube, es war auf deiner Pinnwand. Auch. Ach so, auch. Okay. Aber nicht nur. Hey, du hast gar keine Pinnwand mehr. Was ist das denn? Doch, das heißt jetzt Diskussion. Nee, das. Hä? Übersicht, Videos, Playlists, Community, Kanäle, Ja, Kanalinfo. Community ist das. Aber Community ist das nicht mehr. Ist Da sind es nicht, jetzt ja, irgendwie. weiß ich nicht, wo es ist. Da ist jetzt von dir irgendwie was vor einem Monat, das du geschrieben hast, damit sich keiner wundert. Morgen und Montag kommt wieder Jam 2. Ich habe noch keine neuen Maker-Folgen aufgenommen. Das heißt, die Kommentare auf der Pinnwand sind weg. Also hier geht's los. Jetzt. Vor 9 Monaten war dein Achso. erster Kommentar zu dem Trailer von Flo, bestes Video aller Zeiten. So einfach aus dem Nichts, Great Moron taucht auf. Und dann auch 9 Monate. Hallo Conan, ich hoffe, du liest das hier, es gibt ja keine DM-Funktion mehr. Ich bin langjähriger SMW-Zuschauer von dir und habe jetzt nach einem Jahr auch einen SMW-Hack so gut wie fertig. Denke, dieses Ja. Jahr könnte er noch fertig werden. Ich habe ihn extra für dich gemacht, weil so lange keine Hacks mehr bei dir kamen. Hättest du Lust, den zu spielen? Und kannst du dir vorstellen, dass wir eine Konfi machen, wie du es früher immer gemacht hast? Liebe Grüße, noch unbekannterweise, XD. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, da ist doch nichts dran gelogen. Das stimmt doch alles, aber na gut, das unbekannterweise war dann Ich habe doch ein dann irgendwie bisschen witzig. geschrieben, vorstellen kann ich mir viel, kommt immer ein bisschen drauf an, wie lang der Hack ist, ob sich kurzfristig einbauen lässt, bla bla bla. Was die Konfi angeht, probieren können wir es. Ich meine, ich habe den Typen ja nicht gekannt, also ich habe halt erstmal gesagt, ja, grundsätzlich kann man das machen. Und dann irgendwie vielleicht in den Weihnachtsferien. Das war ja vor 9 Monaten, wusste nicht, wann du das Ding fertig hast. Ja, ich habe es Und dann noch dann nicht so vor acht schnell geschafft, wie ich Monaten es gedacht habe. hast du geantwortet. Das Ja. hört sich super an. Ich denke, wenn du versuchst, alles ohne Safe States zu spielen, könnte es einige Parts dauern. Es ist aber alles fair gemacht. Ja, war doch fair. Und 33 Exits Siehst du, sind's insgesamt. da habe ich noch ein Level dazu gebaut sogar. Weihnachtsferien können wir ja mal schauen, aber erstmal muss ich fertig werden. Wenn es nicht klappt mit Ach der Konfi, toll. ist das halt so, können ja mal schauen. Discord Ja, hole ich mir die moin. Tage mal, habe viel davon gehört. Ja, ich habe davon auch viel gehört. Melde Also mich dann das. nochmal, danke dir schon mal für die Antwort. Ja. Und dann habe ich 7 Monate, vor 7 Monaten dem mal wieder geschrieben, da ich langsam wieder in Richtung SMW gehen will, wollte ich mal nachfragen, wie es mit deinem Hack aussieht. Da kam allerdings keine Antwort mehr. Ja. Ja, da war ich gerade im Umzug, glaube ich. Und Da habe ich dann dann hast du sogar. vor einem Monat zum letzten Mal dann wieder einen Kommentar geschrieben, so plötzlich war er wieder da. Aha. Und zwar einfach unter Jam 2. Ach Oh so, ja, Conan, ich okay. wünsche dir noch so viel Spaß bei der Special World. Neues Spoiler, aber vielleicht hast du danach ja wieder Lust Ja, auf weißt du Inferi. warum? Weil ich dich, da Und dann hatte habe ich ich auch dich so nämlich gedacht, schon. hä, Inferi? Da habe ich dich ja, da hatte ich dich schon angeschrieben wieder und hatte dir im Zweifel irgendwie erzählt, dass ich dich mal getrollt habe oder so. Oder habe das irgendwie in einem Nebensatz erwähnt und Habe dachte, ich du nicht würdest mitbekommen, jetzt. nicht Ja, realisiert. also wo du das jetzt so sagst, das ist jetzt auch nicht so. So offensichtlich, dass man da direkt drauf kommt, dass ich dann der Typ da war. Also, war Ach, zum das ist Glück. nicht so offensichtlich. Da bin ich ja zufrieden, dass es nicht so offensichtlich Ja, ist. nicht so offensichtlich, aber du hättest es dir schon denken können. Ja. Mal gucken, ob noch irgendwas Und geschrieben wurde. ich wusste auch nicht, ob Felix, Jan oder Flo, die das gesagt haben, weil ich habe
glaube ich, in der Gruppe, in unserer Inferi-Gruppe, habe ich das damals dann schon angeteasert, dass ich dir unter einem neuen Namen einen anderen Hack unterjubeln möchte. Ah ja, nee, wusste ich nicht. Naja, okay. Aber es aber war hat jetzt dann auch ja auch nicht geklappt, weil du hast mir jetzt ja als Dani von Anfang an gegeben. So naja, als klar. Na, das war mir dann auch. Ich fand das witzig zu dem Zeitpunkt und dann im Nachhinein dachte ich mir, war scheißegal. Ja, ich vor ja allem den, ich ja den neuen konfi-technisch, Account. ne? So, ich starte Konfi mit unbekanntem The Great Moron und dann höre ich dich. Ja, das wäre super lustig gewesen. Deswegen Ja. habe ich das doch gemacht. Das war ja der eigentliche Sinn. Ja, aber warum hast du es dann nicht gemacht? Weiß ich auch Jetzt nicht hast du mehr. diesen tollen Überraschungseffekt nicht gehabt. Ich habe den Account ja nicht gemacht, nur um dich da zu trollen. Und dann hatte ich irgendwann, habe ich glaube ich, was kommentiert. Und dann dachte ich mir, jetzt kann er es eh schon wissen. Jetzt muss ich das auch nicht mehr Ich durchziehen. hab's Und nicht jetzt gewusst, stellt ey. sich, siehst du, jetzt stellt sich das raus, du hast es nicht gewusst. Ich habe erst, Ja. als du halt, als halt The Great Moron plötzlich, Naja, ich habe dich dann auf also Twitter Robju angeschrieben. schreibt Da war ja dann klar, ja. und dem ersten Part von Grey Eminent schreibt da Hallo Dani und The Ja, Great Moron genau. antwortet Hallo. Also, hä? Ach, schade. Und Ach, dann schade. schreibt der Aggressor, Dani lernt Englisch und The Great Moron antwortet, hey, ich habe Englisch nicht auf der Akademie gelernt. Und dann schreibt Flo, Dani, du hörst dich an wie bla 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 und The Great Moron antwortet, ahaha, Tränen aus den Augen, Bussis an dich. Und irgendwo, da habe ich mich halt noch gewundert und war nicht hundertprozentig sicher. Aber dann hast du halt geschrieben, also mit dem gewissen Abstand zur Aufnahme muss ich sagen, dass du das alles auch wirklich gut safe-sittless hättest schaffen Und können. dann Und ich ist so, aber, hä, mit dem gewissen das man ja auch Abstand noch zur mal, Aufnahme, das wo muss man war der jetzt ja auch denn noch mal dabei? out, das muss man ja noch mal outpointen jetzt hier, dass du dann trotzdem in der Aufnahme, wenn wir uns widersprechen, mich so ganz süß fragst, ob es sein könnte, dass ich mehrere Accounts auf YouTube habe. Ja, ich war mir halt nicht sicher. Vor allem, wenn es jetzt nicht so Das ist echt gewesen wäre, witzig. was denkt sich dann The Great Moron so? Ja, dann denkt er sich Sitzt er das davor und ich Gleiche. frage, ob du Dani bist. Oh, alles klar. Aber Ja, es hätte das ja. Einzige, es wäre einzige, einz war das Einzige, was Sinn ergeben hat. Das ist absolut richtig. Es Jetzt wird hast du jetzt ja auch gesagt, noch, dieses. man muss ja auch zu deiner Verteidigung sagen, es hätte jetzt auch noch schlimmer sein können. Du hättest irgendwie, wenn ich den Part anfange mit Judicium Tribunalis, hättest du auf einmal davon reden können, ist Sariel jetzt gerade hier? Oder weiß ich nicht. Du hast recht, die Kanaldiskussion gibt es nicht mehr. Ja, Ich kann ja. gar nicht mehr, Aber ich kann ja sonst auf du die könntest Quelle auch den. zugreifen vom Kommentar und da kann ich es nicht. Ich glaube, dann habe ich dich doch nicht da angeschrieben. Doch, Vielleicht es waren die war ja auch. damals, es steht ja hier noch als Kanaldiskussion, als Quelle da, Ach aber ich kann nicht so, drauf ach zugreifen. so. Ich Ach kann den nur in so, okay, meinen verstehe. Kommentaren lesen, in meinem Dashboard sozusagen, aber ich kann es nicht öffnen irgendwo. Ach Mensch, dann ist jetzt ja diese großartige. Hä, aber du hast die Diskussion, also bei dir auf dem Kanal ist die Diskussion noch als Teil. Vielleicht Hä? kannst du die irgendwie Bin ich dumm? freischalten Mein oder. Kanal? Vielleicht bist du auch einfach nur blind? Hast du ein Gesch. Nein, nein, ich habe Sorry Lass gemeldet. mich mal kurz meinen Kanal öffnen. Ja. So viel Zeit muss sein. Jetzt haben wir einfach noch Podcast. Ist okay. Oh, dann können wir auch noch über Serdas und Mundschuh reden. Oh, geil. Nee. Nein, bei dir ist Community. Hast du irgendwie einen Also ich habe nichts geschäftlichen? umgestellt, aber ich kann hier mal auf Kanal anpassen, Aber klicken und hast du gucken. deinen Kanal irgendwie eingestellt als, keine Ahnung, geschäftlichen Kanal oder so? Dass der dann deswegen irgendwie von der Diskussion auf Community Nee, switcht? an sich nicht. Ah. Übersicht, Videos, Playlist, kommen kann natürlich, ne? Hey, da ist nichts, wo man jetzt. Oh Gott, YouTube, ey. Was ist das denn hier wieder? Ach so, Anzeigen als ich selbst, Anzeigen als. Nee, ist auch Quatsch. Nee, nee. Ich glaube, das ist nicht das richtige Raster, in dem man da gucken muss, sondern eher, warte mal. Ich weiß nicht, wo ich es einstellen kann. Aber ich bin jetzt im Prinzip da, wo man jetzt. Geh doch mal in die normalen Einstellungen. Vielleicht kann man das da irgendwo machen. Nee. Benachrichtigung, Wiedergabe und Leistung. Hä? Ich sehe es nicht, ich habe keine Ahnung. Ist YouTube ja auch wurscht. Studio. Na, das können wir jetzt noch, jetzt, wenn wir hier schon sowieso dieses völlig unnötige Podcast-Ding noch draus machen. Warte mal jetzt, das Diese muss doch. Seite ist leider nicht verfügbar. Ah! Was ist denn jetzt wieder gewesen? Kanal anpassen, erweiterte Einstellungen. Möchtest du deinen Kanal als speziell für Kinder kennzeichnen? Ah! Nein, das möchte ich nicht. Branding, Verfügbarkeit.
Nee, das ergibt auch. Also ich kann es ja hier auch gar nicht ein- und ausstellen. Geh mal in dein YouTube-Studio, dann musst du irgendwo auf Einstellungen gehen, dann auf Kanal. Uff. YouTube-Studio. Und da muss das doch irgendwo sein. Funktionen, für die eine Bestätigung der Telefonnummer erforderlich ist. Ja, das möchten wir auch nicht. Einstellungen. Zielgruppe. Kanal, aber das ist doch was ganz anderes. Aber das muss doch da irgendwo sein. Das kann doch nicht sein. Erweiterte Kanaleinstellungen. Community. Abonnentenzahl. Land Afghanistan. Aha. Okay. Wohnsitzland. Keywords. Kanal anpassen. Hä? Abschnitt hinzufügen. Nee, ach, was ist denn das Dreck hier? Nein, ich finde da nichts. Ich finde da auch nichts. Was ist denn das für ein Quatsch? Ist ja auch wurscht. Also wenn jetzt irgendjemand sich das bis hierhin angehört hat, ihr könnt ja Conan unter die Arme greifen, wenn ihr wisst, wie man das macht. Berechtigungen? Alter, was ist denn das hier alles? Moderatoren? Was, ich kann einen Moderator für meinen Kanal einstellen. Conan Kuhn 88. Ja, ich kann deinen Kanal moderieren. Dann kann ich Videos einstellen und so weiter. Du bist jetzt mein Moderator. So machen das die großen YouTuber. Das macht Sinn, ja. Ich dachte, das funktioniert so, dass sie dann irgendwie sich den Kanal quasi teilen oder die Leute, die das machen, den Zugriff drauf haben oder so. Du bist jetzt bei mir Moderator, Conan. Du kannst jetzt bei mir die ganzen Videos hochladen, wenn es dir bei dir einfach zu blöd ist. Du weißt, dass ich den auch löschen kann wahrscheinlich, ne? Ja, du kannst ja eins meiner drei Videos löschen, das ist mir auch egal. Gesperrte Wörter. Judicium Tribunalis. Puzzle World. So, jetzt gebe ich hier alle anderen Hacks ein, die du gespielt hast, dann ist auf deinem Kanal für mich nur noch mein Hack existent. Sehr gut. So, speichern, fertig. Okay. Bist du noch da, Conan? Ja, ich sehe, also ich finde nur Sachen, wie mit diesem Community-Tab umzugehen ist. Aber nicht. Weißt du, was eine gute Idee ist? Ich gehe jetzt einfach weg, du suchst noch weiter, lässt die Aufnahme laufen und, Nee, ich mache ja nur, solange du noch hier rumwurstelst. Achso, ich bin fertig jetzt. Wegen mir können wir hier abschließen. Ja, wenn wir wegen dir können, dann ist vielleicht unter Community so eine Art Kanaldiskussion im Mittelpunkt. Also ich hab nichts gefunden. Da kann nur ich schreiben, ne? Ja, da hab auch bisher... Ah, das kann sein, dass du da aber irgendwas hast, wo du das freischalten kannst quasi. Nee, da kann nur ich schreiben. I don't know. Ist ja. Also wenn ihr Bock auf eine Diskussion habt, auf meinem Kanal kann man das noch machen, das haben wir jetzt rausgefunden. Ihr könnt gerne bei mir in die Diskussion, in den Diskussionsbereich alles Mögliche schreiben. Und die ganzen aktuell tagespolitischen Themen, die wir, Conan und ich, jetzt im Let's Play nicht angesprochen haben, können wir jetzt bei mir in der Diskussion, in dem Diskussionsbereich, können wir die gerne alle besprechen. Also fühlt euch very eingeladen. Ja, das war's. Das war's. Und guckt euch die ganzen anderen Let's Plays von Conan an, so Nerf World und Puzzle World und Inferi und... Nee, Inferi nicht. Immer wenn doch, guckt euch das lieber an, immer wenn so ein Mario Maker Level wieder hochgeladen wird, dann okay. Was jetzt erstmal bis Sonntag noch passiert. Mhm. Gut. Wenn man das aber hört hier, dann wahrscheinlich ja schon wieder. Ja, stimmt. Ja, also wenn man das jetzt hört, dann kommt kein Mario Maker mehr, dann kommt als nächstes erstmal Ori. Ach so, nee, dann ist ja okay. Dann müsst ihr auch die Puzzle World und Inferi nicht gucken. Aber wenn dann wieder Mario Maker kommt, dann müsst ihr auch bitte Inferi gucken. So, ich bin fertig. Ich auch. Ja, das merkt man. Dann bedanke ich mich bei dir nochmal fürs Einsenden dieses wunderschönen Hacks. Ich klopfe auf mein Herz, weil ich mich sehr geehrt fühle, dass du das sagst. Gerne, sehr gerne. Und dass wir mal wieder aufnehmen konnten. Auf jeden Fall. Und Sariel hatte doch geschrieben, wir können auch zusammen seinen Kaizo-Hack machen. Da wäre ich auch sehr dafür. Ja, als LPT auf jeden Fall über Netplay am besten. Ja, das wäre am besten. Großartig. Aber Netplay wäre auch lustig. Da wäre ich auch dafür zu haben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch funktioniert. Ich habe diese ganzen
Stimmt, du Dieses sagst das auch gar Programm, nicht mit richtig. dem man ja sich verbunden hat, wie hieß es noch gleich? Ich habe keine Ahnung mehr. Hamachi oder was das war? Ah ja, Hamachi, Das ja. habe ich ja auch gar nicht mehr. Keine Ahnung. Na Man gut, muss ich irgendwie den glaube. Router forwarden, damit das überhaupt. Das war ganz merkwürdiges Zeug. Also ich konnte das einfach, ich konnte einfach spielen. Aber Hamachi gibt's noch. Ja, es wird es noch geben, aber keine Ahnung. Ja. Vielleicht kann man ja auch mit einem Ewig her, meine Güte. anderen Emulator kann man ja vielleicht auch das einfacher machen. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, Higan ist ja so der heiße Scheiß da Kann gerade. sein. Ich fände es auf jeden Fall witzig, wenn die Zeit sich irgendwann ergibt. In 4 Jahren oder so können wir das ja machen. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Jabi. Danke fürs Aushalten. Ihr habt hinter euch und wir auch. auch mal. Und wenn ihr dafür seid, dass Conan das ohne Save States nochmal spielt, dann schreibt ihm am besten per Post nach Hause oder ruft ihn an. Dieses Mal standest du ja leider nicht im Telefonbuch, also müsst ihr einen kleinen Mehraufwand betreiben, aber ich glaube, das wäre es wert, weil Conan würde das easy peasy schaffen, wenn er sich nur anstrengen würde. Ja, so viel dazu. Also schreibt auf jeden Fall Conan, er freut sich bestimmt. Nein. Also Kommentare, ja. Alles andere Oh, ist das sowieso nicht. vielleicht hetzt sich deine Schüler auf dich, dass die dir sagen sollen, dass du den Hack ohne Save States nochmal spielen Also sollst. bisher hat sich kein einziger Schüler für SMW interessiert. Ja, das mag ja vielleicht auch ein bisschen an dir liegen, Kollege, wenn ich da mit meinem Charme ankomme und. Nein, weil sie sich ja Naja, für andere Spiele interessiert haben. naja. Okay. Okay. Ja. Ich sage jetzt Immer. auch nicht mehr, ich bin jetzt fertig. Ist jetzt echt so. Ja, wenn dann sowas wie ein Podcast wäre auch schon mal eine lustige Geschichte, aber Ja, aber dann wären wir das. zwei weitere Ich glaube, das relativ wär bin ich einfach junge. nicht so der Typ für. Ja, ich glaube schon. Du hast eigentlich eine Ich ziemlich finde, gute Stay macht richtig Podcast-Stimme. gute Podcasts, aber gut, das ist wieder Es, was weißt du, das anderes. Problem ist, es gibt einfach mittlerweile so viele Podcasts schon, da Ja, lohnt sich das. das ist das Richtige. Das ist Ich so. weiß, wüsste auch gar nicht, was für ein Thema jetzt für deine Abonnentenschaft so interessant wäre, dass man das irgendwie wöchentlich macht. Ja, Außer. zumal ich es nicht mal schaffen würde, dann hätte ich wieder noch mehr Druck, noch mehr aufzunehmen Ja, und das ist auch es ist wahr. so schon schwierig genug zum Aufnehmen, mal zu kommen zwischen dem Schulkram. That's true. Und wenn dann auch noch jemand dranhängt, also du dich beispielsweise mit mir immer connecten müsstest, das haben wir jetzt ja auch gesehen, das ist nicht immer so Ja, einfach. das ging in den Ferien, ging es noch recht fix. Ja. Und jetzt, wo wir beide schon wieder im Alltag drin sind, So is it. war es gar nicht so einfach. Aber jetzt haben wir es hinbekommen. Vor Aber allem, wenn ihr, wir also haben wenn vorher noch ihr. besprochen, wann wir die nächsten Tage, so, und Ja, jetzt haben das wir ist einfach geil, den Tag einfach das heute direkt genommen. stimmt. Das ist Das war natürlich so auch ein ganz gut. Ich habe dann gedacht, ich gutes frage neues einfach Jahr. mal, so, wir reden die ganze Zeit von Freitag, Samstag, wie ist es eigentlich heute? Ja, das war sehr gut. Das war, glaube ich, weil du am Dienstag oder so schon meintest, dass Freitag dann halt am besten wäre. Da habe ich gar Ja, nicht dran gedacht, klar, aber das war aber. sehr, das war so simpel, das war so den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Ich hatte Das es halt war auf vorhin jeden Fall gedacht, sehr weil du gut. gerade geschrieben hast, habe ich gedacht, vielleicht hat er ja sogar jetzt Zeit, wenn er jetzt gerade Zeit auch zum Schreiben hat, dann. Und schon sind wir nicht nur mit der Aufnahme fertig, sondern haben auch noch einen Podcast aufgenommen. Unglaublich. Jetzt Nach hättest du auch, direkt im gleichen Part. während wir jetzt hier gelabert haben, hättest du auch einfach das Secret noch zeigen können. Aber gut. Ich hätte dabei spielen können. Das ist richtig. Ja, Ist jetzt ist das es zu doof? spät. Ja, jetzt ist es wirklich zu spät. Hat ein wunderschönes Standbild jetzt die ganze Zeit. Ja, großartig. Das ist wieder typisch in Ferie irgendwie. Das hatten wir da auch sehr oft. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Einfach so ein Gequatsche danach. Ach ja, Okay, okay. schließen wir ab. Ich sage nicht Ja. mehr danke fürs Zuschauen, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Irgendwann Aber ist ich muss einfach. noch, jetzt muss ich doch noch was sagen. Also wenn ihr Sag wollt, noch was. dass Conan Podcast macht, dann schreibt ihm unbedingt Nee. und ruft ihn an und der wird sich bestimmt freuen. Interessant wäre es schon, aber dann bin ich. Das allerdings ist dann auch irgendwie. Ach, keine Ahnung. Also ich kann ja mal sagen, ich habe mit meinem besten Kumpel zusammen, haben wir auch vor 1,5 Jahren oder so mal drüber nachgedacht. Und dann, nachdem wir so die ersten Besprechungen hatten, was das denn jetzt wird und was wir uns vorstellen könnten und Pipapo und bla bla bla, einfach weil die Möglichkeit, einen Podcast zu machen, ist ja super simpel. Du setzt dich irgendwie zu Hause hin, laberst ein bisschen und im Zweifel finden das Leute ein bisschen unterhaltsam. Aber es gibt einfach auch alles. Also warum soll man das, es braucht nicht unseren Podcast noch. Und
so fickerig darauf, sich nur zu unterhalten und das aufzunehmen, waren wir beide zumindest damals dann auch nicht. Ja, nee, es ist irgendwie wäre es, glaube ich, komisch. Einfach nur so Gelaber und dann, aber dann weiß man auch nicht, hat man zwischendurch irgendwas Komisches gesagt, wo es dann gleich wieder... und dann ist halt auch die ganze Aufmerksamkeit ist dann da drauf, so, ja, das stimmt. Das stimmt halt auch. Wo naja, missverstanden aber, wird ja, es Beispiel. Gibt ja jetzt noch mal clevere Überleitung. Es gibt ja großartige Podcasts von Radio 1 zum Beispiel. Hast du den gehört mit Sehr das Mundschuh, wo er alle Frauen als Schlampen bezeichnet hat? Ich habe vor allem mehr gehört als nur die Stelle, die sie gezeigt haben, ja. Ach nee, jetzt, das wäre dein Argument, wäre, dass das, ja, ist egal. Nee, lass uns was da wäre mein Argument? Noch, nee, dass das ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Ja, das wollte ich damit ja sagen. Ja, verstehe schon. Ich war ganz froh, dass wir nicht drüber geredet haben. Aber das, ja, das ist einfach. Der Typ ist, also in meinen Augen ist der Typ trotzdem ein riesen Arschloch und macht das auch nicht wieder wett, aber das ist... Die Diskussion darüber ist auch so breit getreten worden innerhalb von zwei, naja, drei Jahren. Er war ja schon immer dieser Hassprediger und eigentlich, das ist das Schlimme, die, keine Ahnung, die Leute haben irgendwie komplett vergessen, was er alles schon gemacht hat. Also dass er sich bei Nazi-Veranstaltungen hingestellt hat und die einfach als die größten Idioten und so, aber ach, ist egal. Aber das macht es ja nicht wieder gut, dass er da anfängt, sexistisch zu sein und sich dann da als den Supermacho hinstellt. Ja, das aber das hat er ja nicht als. Ich habe ja, das so das Typische, das hat der Typ ja auch, hat er ja selbst auch gesagt, es kommt ja darauf an, wie er es meint, aber ab dem Punkt, jetzt die Krise, dass wir hier diskutieren, ab dem Punkt, wo Leute sich davon angegriffen fühlen, könnte der halt zumindest mal ein bisschen zurückrudern und nicht das alles dann der Radio 1 Redaktion überlassen, selbst noch sagen, ja, ich kann doch machen, was ich will, ist doch Meinungsfreiheit oder was auch immer der ja, genau er sagt es ja gar nicht als aus seiner Meinung, das ist ja der Punkt. Ja, aber er parodiert damit ja die Leute, die das sagen. Aber er parodiert als eben halt dieser Hassprediger, der er ja gar nicht ist. Aber ich weiß, was du sagen willst. Das ist halt. Er ist ja für die Leute schon der Hassprediger. Die fassen es halt komplett falsch auf. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde auch den Punkt jetzt nicht so heftig oder so revolutionär, dass er dann einen Hassprediger macht, der Frauen als Schlampen bezeichnet. Das hätte er vielleicht in den 60ern machen können, aber das ist jetzt auch nicht so. Das braucht es auch nicht, genauso wie Podcast von uns beiden. Ja, das ist nicht mehr, so wie er es rübergebracht hat, ich habe ja auch so, habe ich es ja auf Twitter geschrieben, es ist absolut nicht mein Humor. Wie habe ich es, dann habe ich noch irgendwas dazu geschrieben. Ah, ist egal, das fangen wir jetzt nicht nochmal an, das ging nicht so gut. Ja, vielleicht machen wir das doch in unserem ersten Podcast. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, ich sage dazu jetzt nichts mehr und wir sollten jetzt mal aufhören. Habe ich schon alle Leute gegrüßt. Lieben Gruß an HF, lieben Gruß an Biop, lieben Gruß an Flo, lieben Gruß an Jan, lieben Gruß an Felix, lieben Gruß an Sonne, lieben Gruß an an Felix Feldmann, der hatte auch kommentiert, lieben Gruß an Radira LP. Ich wollte gerade sagen, du musst Radira auf jeden Fall noch grüßen ansonsten. Ja, lieben Gruß an Süleikan, lieben Gruß an, oh Gott, wer ist denn da sonst noch so? Lieben Gruß an Bonnie und damit bin ich fertig. Ich glaube, jetzt hast du mindestens eine Person genannt, die es nicht hören wird. Felix. Ja. Aus Gründen. Die wir auch in einem Podcast besprechen können. Dann könnten wir das Ganze nochmal richtig schön aufrollen. Nee, du das uns Thema konfrontieren ist damit. Warum habt ihr das damals gemacht? Jetzt seid ihr ein bisschen erwachsener geworden. So war man da auch nie auf einen Konsens kommt scheinbar. Also... Aber gut, das doch, ist ich verstehe total, ich versteh total, was du meinst, aber deswegen muss ich es ja nicht machen. Huch. Okay, bevor okay. Colin seine ganze Wohnung zerlegt, ich glaube, das ich war jetzt zerleg meine Wohnung nicht, ich fülle nur meinen Drucker nach. Aha. Mit Druckerpapier. Was ich habe gedacht, wenn ich jetzt eh noch hier am Quatschen bin, dann nutze ich doch die Zeit und mache einfach irgendwas Sinnvolles dabei, anstatt nur zu quatschen. Gleich also fülle ich halt meinen Drucker noch nach. Und was willst du jetzt ausdrucken? Nix, ich will meinen Drucker nachfüllen. Na schau. Einfach damit ich irgendwann nicht plötzlich drucken will und dann ist nix drin. Das macht Sinn. Siehste? In 4 Jahren, jetzt nach den 4 Jahren Aufnahmepause, habe ich es in der Evolutionskette zu einem Menschen geschafft, der einen Balkon besitzt. Und in 4 Jahren, wenn wir dann wieder irgendwas aufnehmen, dann habe ich vielleicht sogar einen eigenen Drucker. Was heißt, du besitzt einen Balkon?
Ich zahle dafür. Also bist du Eigentümer des Balkons oder Besitzer, wie du es gerade gesagt hast? Ich bin auch nicht Eigentümer, oder? Ist man als Mieter, ist man doch nicht Eigentümer der Wohnung. Ja, dann bist du Besitzer. Ach so, ja, das stimmt. Dann bin ich Besitzer. Ich besitze diesen Eigentümer. Balkon. Es ist so eine, also ja, Eigentümer bist du in dem Sinne nicht. Eigentümer bleibt der Vermieter. Besitzer bist du aber eigentlich auch nur in dem Moment, in dem du auf dem Balkon bist, weil Besitzer die tatsächliche Herrschaft sozusagen ist. Und eigentlich, Balkon ist schon wieder schwierig, weil Balkon ist eine Immobilie. Das geht ja schon mal gar nicht, das als Besitzer. Ja. Das ist ein bisschen. Das funktioniert schwierig. Schon mal wieder gar nicht so, wie man es dann rechtlich formuliert. Also ich besitze zum Glück zwei Hände und wenn du weiterredest, kann ich mit meinem Besitz mir vor meinen anderen Besitz meinen Kopf wieder schlagen. Ja, das kannst du tun. Damit ist jetzt hoffentlich endlich Schluss. Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann ist Schluss. Ich bin Besitzer eines Balkons. Ich habe auch ganz viel, meine ganzen Besitztümer sind auch auf diesem Balkon, weil ich der Immobilie hier an sich nicht traue, aber der Balkon rangebaut wurde in den 70er Jahren und der mir am stabilsten wirkt. Deswegen ist das quasi mein kleiner Safe. Und da wohnt auch mein Sklave. Ich beende, glaube ich, einfach die Aufnahme. Danke. Ich glaube, das ist das Beste. Ist es Wo sind wirklich? Wir? Wir sind bei 1 Stunde 15, 16. Und jetzt kannst du nochmal gucken, wie lange es jetzt Podcast ist. Das kannst du auch als Zusatzepisode machen. Gut eine halbe Stunde oder so. Ja, glaube ich auch. Ach, Mann. Ja, ich habe noch... Wenn wir keinen Podcast machen, können wir auch Reaction-Videos machen. Oh, jetzt fängst du echt an. Krass. Ja, wäre ich voll dafür. Ach, Mensch. Aber dann auch wirklich, wenn wir beide am selben Ort sind, bitte. Dann können wir uns immer so gegenseitig auf die Schulter klopfen, wenn wieder einer einen richtigen Karlauer rausgehauen hat und uns über uns selbst freuen oder so. Wir könnten aber auch auf so ernsthafte Videos reacten, so wie Justin oder wie die ganzen anderen Typen da heißen. Und dann immer nur versuchen, keine Miene zu verziehen, damit die Leute denken, wir sind so ein cooler Dude oder so. Ja, es gibt tatsächlich gute Reactions, aber das meiste ist halt... Ich weiß nicht, guckst du englischsprachige YouTuber? Nee. Dann guck dir mal, ich schick dir das. Also Video, doch, aber halt die Mario Maker YouTuber. Achso, verstehe. Aber die sind englischsprachig. Du kannst dir mal von Cody Coe, kannst du dir mal You angucken. Das ist, glaube ich, das ganze Video heißt That's Cringe, Doppelpunkt You. Das ist sehr lustig. Das ist wirklich sehr, sehr lustig und ein sehr schönes Reaction-Video. Hier, ich schick dir das mal. Also das ist schon eine Reaction sozusagen. Ja, das ist eine Reaction auf ein Video von einer YouTuberin. Ah ja, dann kann ich auf die Reaction reacten. Das wäre richtig nice, ja. Und ich reacte dann auf deine Reaction auf die Reaction. Sehr gut. Boah, heute hier richtig... So macht richtig, man das doch heutzutage. Hier richtig im Gründerfieber sind wir heute. Ach ja. Jetzt haben wir sogar verschiedene Themen in unserem Podcast. Ja, ist unglaublich. Thema 1 hier, Tagesordnungspunkt 1, Top 1, das Kanaldiskussionstab. Ja. Top 2 weiß ich schon gar nicht mehr. Es war noch irgendwas, bevor wir auf Zelda Sumunchu, glaube ich. Ja, da war irgendwas dazwischen. Also es gibt bestimmt Podcasts, die weniger behandeln, als wir jetzt hier gerade. Guck mal, dann ist dir noch Video-Empfehlung, Video of the Week oder so. Ja, das Thema, also top jetzt gerade eben auf jeden Fall, was auch immer für eine Nummer, waren die Reaction-Videos. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt komplett auseinandergenommen. Dann kommt noch die wöchentliche Empfehlung, welches Video man sich da anschauen sollte zu dem entsprechenden Thema. Richtig. Das ist richtig professionell hier. Großartig. Ja. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch einen gekonnten Abschied, weil sonst geht das jetzt hier noch eine halbe Stunde weiter, glaube ich. Ja. Und ich muss auch seit einer Stunde pinkeln, ne? Also das ist jetzt mein gekonnter Abschied. Entweder wir legen jetzt auf oder... Seit einer Stunde kann... Du hast doch zwischendurch, wo du rauchen warst, hättest du doch auch kurz pinkeln gehen können. Ja, aber da wollte ich dann... War das so passend, wieder in die Aufnahme dazuzukommen, weil du gerade mit dem Levelabschnitt fertig warst. Ach so. Mhm. Ja, gut. Dann verabschiede ich dich jetzt mal in dein Badezimmer. So, du Nase. Ich entwässere jetzt meine Blase. Heute ist nicht alle Tage. Okay, bevor hier noch mehr Quatsch kommt. Oh nee, nicht, dass es wieder so Kommentare gibt wie damals bei Mr. Dappleman.
dass die Leute mich für verrückt halten. Das wäre schrecklich. Ja, ich muss jetzt wirklich auf Klo. Beende mal den Part, dann sag ich dir noch tschüss und dann... Okay, dann ist der Part hier und jetzt beendet.